Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Animal Crossing New Horizons. Heute nicht als Stream, denn Unity Media hat sich wieder entschlossen, ein Arschloch-Unternehmen zu sein. Und entsprechend ist mal wieder das Internet weg. In der letzten Zeit gab es wieder häufig Probleme. Und heute ist ein Tag davon. Da ich jetzt aber noch ein bisschen Zeit habe und ich einfach noch was schaffen wollte, wollte ich auf jeden Fall mal noch eine Folge, vielleicht auch zwei Folgen aufnehmen. Ungefähr in der Länge, wie auch die letzten waren. Das heißt, so zwischen 10 bis 15 Minuten. Wahrscheinlich eher kürzer. Weil ich dann heute den Tag mal noch nutzen werde, um auch noch andere Dinge irgendwie auf die Kette zu bekommen. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, wenn ich kein Internet habe, dann lädt Animal Crossing auch irgendwie länger an allem. I don't know. Ich kann es mir nicht erklären, aber es ist irgendwie strange. Ja. Auf jeden Fall deswegen jetzt heute nochmal eine normale Aufnahme. Ist ein bisschen doof, weil dadurch gibt es wieder ein bisschen Durcheinander, weil dann haben jetzt Leute wahrscheinlich schon was gesehen, was nach dieser Folge passiert, weil ich in der Zwischenzeit schon wieder gestreamt habe, bis diese hier kommt und sehen jetzt erst die und großes Durcheinander. Aber gut. Ist einfach so, es ist zum Glück bei Animal Crossing nicht ganz so katastrophal, weil, ich sag mal so, es tut sich jetzt nicht so ultra viel in Animal Crossing. Hallo liebe Bewohner, es ist Dienstag, der 12. Mai 2020 um 18.03 Uhr hier auf Diamantina. Ich habe die Zeit 3 Stunden vorgestellt, damit es nicht so dunkel ist. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Hey, hat gestern jemand die Varieté-Show im Fernsehen gesehen? Der Komiker war fantastisch. Ich habe bestimmt 1 Stunde lang gelacht. Das hat schon ein bisschen wehgetan. Ja, trainiert die Bauchmuskeln. Ach du liebe Zeit, da rede ich wieder mal nur übers Fernsehen. Tut mir leid. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Sie lächelt immer so süß. Sie ist so... So eine Grinsebacke, die Melinda ist echt süß. So, wir haben Post. Müsste ich mir eigentlich mal so als Sound machen. So dieses alte, diesen alten Internet-Post-Sound. Aha, wahrscheinlich kann ich jetzt die Post gar nicht abrufen. Das ist jetzt doof. Kann ich irgendwie aus dem Menü raus? Ich kann das echt nicht abbrechen, das Abrufen der Post. Das ist doof. Kann nur... Aha. Ah, doch, es dauert nur eine Weile. Ja, Akademie. ADH... Nicht ADHS. ADSH. So, ja gut. Also, wir haben immer noch nicht wirklich was geschafft wieder. Wir haben nur Rang B erreicht. Setzt du innerhalb eines Raumes gleich mehrere Akzente mit Items einer Serie, kann dies sehr vorteilhaft sein. Auch weniger seltene Stücke eignen sich dafür. Ja, alles klar. Danke für den Tipp auch. Wie werden... Oh, eine Eule! Ja, bei ihr war ich jetzt auch nochmal shoppen. Ich habe jetzt übrigens gerade zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Aufnahme seht, quasi an 3 Fingern keine Nägel mehr, weil, ne, Corona-Modus. Ich habe am Freitag den... Jetzt sind wir am 15. Freitag den 15. habe ich endlich meinen Nageltermin. Ich freue mich. Oh, gut, die Folge seht ihr jetzt sowieso viel später. So... Ja. So, 300 Bonusmeilen. Es wäre cool, wenn es irgendwie mal einen Bonus gäbe von 500 irgendwann. Ja, die Zäune habe ich alle. Die brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja, ich würde jetzt erstmal noch abwarten. Ich möchte nämlich jetzt mal ganz kurz gucken, was wir jetzt hier nochmal für eine Aufgabe haben. Ach nee, warte mal. Haha, ich weiß, was wir für eine Aufgabe bekommen hatten. Ich sollte für Tina, hier für unser Igelchen, für die sollte ich auch einen Laden platzieren. Den habe ich schon im Inventar, den Bausatz hier. Schneiderei-Baukit. Genau, Schneiderei war es. Und das müssen wir jetzt mal noch setzen gleich. Das habe ich im Off eingesammelt. In meiner Mittagspause. Guten Tag, Kadi. Danke fürs Vorbeischauen. Womit kann ich dir denn heute dienen? Zeig mir das Angebot. Aber natürlich, schau dir ganz in Ruhe an, ob du davon etwas kaufen möchtest. Oh, das sind coole Sachen dabei. Das Hippie-Hemd finde ich cool.
Trotzdem werde ich jetzt erstmal nichts mitnehmen, weil ich glaube, ich habe nämlich keinen Platz mehr im Inventar. Nein, habe ich nicht. Hier habe ich auch neu geangelt, die Falterfische, Skalare. Den Seebarsch habe ich, glaube ich, auch so noch nicht gelevelt. Gelevelt, hm? Geangelt. Ja. Oh, ich habe zwei Blüten kaputt gelaufen. Ups. Schneiderei. Die kann ich aber jetzt nicht hier hinbauen und einfach den Baum abreißen, oder? Nee, nochmal überlegen, bitte. Weil prinzipiell so nah an der Böschung. Ja, zeig mir das mal, wie das aussehen würde, wenn der Baum hier notgeschlachtet wird. Oh, das ist voll hübsch. Nein, das möchte ich näher bitte an den Dorfplatz dran haben. Das ist ja total schön, Leute. Ich kann gerade keine... Vielleicht würde ich das direkt da errichten. Nee, ich weiß wo. Doch, das ist gut. Ja, warte mal. Ja, zeig mir das mal. Zeig mir das mal bitte. Ja. Mal sehen, zeig mir das mal bitte. Guck mal, dann könnten wir da nämlich auch schöne Verzierungen vorsetzen. Ich würde es aber, glaube ich, dann ganz an den Rand setzen. Schneiderei Baukit. Okay, das geht nicht. Also ich muss es schon ein bisschen weiter noch wegbauen. Dann zeig nochmal. Dann ist der Baum vielleicht noch davor. Der Baum nervt mich da jetzt sogar. Und wenn ich es direkt daneben baue... So, zeig mir das nochmal. Gott, Leute, sorry, ich kann mich wieder nicht entscheiden. Solche Sachen wären natürlich dann im Stream auch angenehmer. Es ist halt für euch nicht ganz so doof zu gucken. Ja, komm, ich würde mal sagen, das ist okay. Übrigens, sorry, ich sehe gerade, das ist nicht optimal ausgeleuchtet schon wieder hinter mir. Ich bin immer noch so ein bisschen am Rumfuchsen. Meine Nase hat ein Loch. Ja, es ist noch nicht so ganz leicht. Also ich muss dann noch gucken, was ich mache. So, die Modderevolution beginnt genau hier mit der neuen Schneiderei. Ja, ich freue mich aufs Terraforming. Und was sollten wir jetzt gerade noch bei Tom Nook machen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ah, Kadi, hallo, willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Der Bastelkurs. Ach ja, ich muss ja den Bastelkurs machen, ne? Infrastruktur. Das wäre auch interessant. Das ist ja ein Wege, ne? Lass uns reden. Wir können über verschiedene Dinge sprechen. Pikachu? Was hattest du im Sinn? Brücken und Aufgänge, Positionen ändern. Nee, doch nicht. Wege wollte ich wissen, aber das geht anscheinend noch nicht. Bastelkurs. Bist du bereit, die wunderbare Welt des Umgestaltens zu betreten, Kadi? Aber mit Vergnügen! So gefällt mir das. Fangen wir gleich an. Okay. Ich fange am besten mit einer Erklärung des Umgestaltens an. Im Grunde ist es ganz einfach. Zuerst brauchst du natürlich etwas, das du umgestalten möchtest, sowie die nötigen Umgestaltungssets. Und dann gestaltest du das Item an einer Werkbank um. Schon hat es ein neues Design oder eine neue Farbe.
Wie sagt man noch gleich? Probieren geht über Studieren. Fangen wir also an. Dein Ziel in dieser Sitzung ist es, einen Holzschrank zu machen und dann umzugestalten. Das ist dir vielleicht längst bekannt, aber mit einem farblich umgestalteten Holzschrank könntest du daheim neue Akzente setzen. Und diese Freiheit, dich künstlerisch auszudrücken, ist doch genau das, was Diamantina ausmacht, ja? Oh, dir fehlt doch die entsprechende Bastelanleitung. Augenblick, ich lasse sie dir rasch zukommen. Sie sieht so müde aus. Oh. So, das wäre erledigt. Komm dann bitte wieder, sobald du einen Holzschrank angefertigt hast, ja? Okay, und was soll ich sonst noch machen? Was haben wir sonst noch? Ich sehe übrigens auf dem Bildschirm neben mir immer noch, dass ich kein Internet habe. Nervt. Oha, gehe ich recht in der Annahme, dass du eingeweiht werden willst? In meinen großen Plan? Ja. Wie wir KK hierher locken können, um ein Konzert zu geben? Projekt K, wie ich es nenne, oder K? Mein brillantes Vorhaben ist in 3 Schritte aufgeteilt. Schritt 1, mehr Besucher. Je bekannter unsere Insel ist, desto effizienter unsere Strategie. Schritt 2, mehr Bewohner. Fast dasselbe, bloß müssen sich die Leutchen auch bei uns einnisten. Diese beiden Schritte sollten aus Diamantina einen Ort von kultureller Bedeutung machen. Und dann Schritt 3 zur Folge, der dann Schritt 3 zur Folge hat. KK hört von Diamantina, ist angetan und tritt hier auf. Und da wir zuallererst mehr Besucher brauchen, sollten wir auf unserer Insel einen Campingplatz errichten. Da Leute, die ungezwungen urlauben, sich einen Eindruck von unserer Insel verschaffen können, nein, dass sie das machen können, und auf diese Art viral für eine Image-Steigerung der Marke Diamantina sorgen. Wärst du so freundlich und würdest kurz dein Nookphone aus der Tasche nehmen, Cuddy? Ja? Bling! Und erledigt. Jetzt hast du eine Anleitung für ein tolles Campingplatz-Baukit. Sei doch so gut und markiere mit diesem Kit einen Ort für den Campingplatz, ja? Viel Vergnügen! Okay, gut, das können wir auch noch machen. Aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht mehr heute. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich genug zu tun für die nächste Folge. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Also, ihr Lieben, ich würde mich dann jetzt für heute verabschieden. Und in der nächsten Folge, die ich jetzt direkt noch im Anschluss aufnehmen werde, da werden wir uns dann um den Campingplatz kümmern. Und, oder machen wir das mit dem Campingplatz oder mache ich das, versuche ich das nochmal in einem anderen Stream zu machen. Morgen sehe ich wahrscheinlich eher, ja, doch, morgen könnte man das eigentlich angehen, ne? Wisst ihr was, dann nehme ich jetzt erstmal noch gar nichts auf. Hoffe, dass wir morgen wieder Netz haben und wenn dann immer noch kein Netz da ist, dann würde ich halt nochmal was aufnehmen. Also in diesem Sinne, macht's gut und bis dahin. Tschüss!